Und damit herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag in diesem Blog. Und zwar wird uns Marco Hugentobler ein paar Eindrücke darin geben, wie man die Geometrien eines Datensatzes in QGIS überprüfen kann. Für die Einführung. Datenqualität sicherstellen mit QGIS. Oft kriegt man in der Praxis Daten zugeschickt. Geometriedaten, und manchmal merkt man, ja, diese Polygone, die sind unbrauchbar oder können nicht mehr verarbeitet werden. Und darum geht es jetzt in meinem Vortrag. Mein Vortrag ist etwas koordiniert mit dem anschließenden Vortrag von Klaus Mithöfer. Und zwar hat er ein ähnliches Thema, aber wir haben es so aufgeteilt, dass ich so jetzt etwas erkläre über die Geometriestandards, wann eine Geometrie einfach oder gültig ist. Dann gehe ich darauf ein, wie die Geometriegültigkeit in QGIS geprüft wird. Und dann stelle ich die beiden QGIS-Plugins, Topology Checker und Geometry Checker, vor. Genau. Und Klaus geht dann noch auf weitere Plugins ein, erklärt dann, wie man mit CRAS die Geometrien säubert und was er für Erfahrungen damit in der Praxis gemacht hat. Gut, Geometriestandards im GIS sind diese beiden die wichtigsten, mal der Simple Feature Access Standard vom Open Geospatial Consortium, und dann gibt es noch den Standard der ISO, und bei den Open Source Tools werden meistens diese Standards ein wenig kombiniert verwendet. Man sieht zum Beispiel, ISO hat zusätzliche Unterstützung für Kreisbogengeometrien, ja. Und die Open Source Tools, die haben in den letzten Jahren geschaut, dass das auch unterstützt wird. Dann der Simple Feature Standard sagt, Geometrien können einfach oder gültig sein. Genau. Andererseits habe ich im Standard nur die Methode ist simple gefunden. Es werden ja da vorgeschrieben, welche Geometrien welche Methoden haben müssen. Also die Methode ist valid kommt dort eigentlich nicht vor. Aber natürlich in den Open Source Tools, Geos oder auch in PostGIS hat man natürlich ist simple und ist valid zur Verfügung. Genau, jetzt gehe ich mal auf die Geometriegültigkeit ein. Und zwar ist es ja so, dass die Plugins, die ich nachher vorstelle, die prüfen nicht nur die Geometriegültigkeit, sondern die haben Unterstützung für viele Arten von Prüfungen, zum Beispiel auch, ob ein Polygon zu klein ist. Aber die Geometriegültigkeit ist halt darum sehr wichtig, weil wenn die Geometrien nicht gültig sind, dann kann man viele Arten von Analysen nicht machen. Zum Beispiel viele Verschneidungen gehen dann einfach nicht, weil dann halt das Innere und Äußere nicht sauber definiert ist und dann wirft die Bibliothek, die die Verschneidung macht, eine Exception. Darum ist die Geometriegültigkeit so wichtig. Gut, jetzt, wann ist eine Linie einfach? Das ist jetzt stark vereinfacht, das ist natürlich im Standard so mengentheoretisch dargestellt, papipapo. Aber im Wesentlichen, eine Linie ist einfach, wenn sie nicht zweimal denselben Punkt enthält. Ausnahme ist Anfangs- und Endpunkt. Also wir sehen zum Beispiel die Linie da links, die ist einfach. Die zweite nicht, weil sie hat eine Überschneidung, also zweimal den gleichen Punkt. Die dritte ist wieder einfach und sie ist auch geschlossen, hat den gleichen Anfangs- und Endpunkt. Und die letzte ist wieder nicht einfach. Genau, dann Polygone. Der Standard sagt, ein Polygon besteht aus einem äußeren und 0, 1 oder mehreren inneren Ringen. Und jetzt kommt die Verbindung zwischen, das wäre jetzt ist valid, kommt die Verbindung zwischen simple und valid. Die Ringe müssen lineare Ringe sein und ein linearer Ring ist so definiert, dass er einfach sein muss und geschlossen. Ja. Dann Ringe dürfen sich nicht schneiden und höchstens an einem Punkt berühren. Und das Innere des Polygons muss eine geschlossene Punktmenge sein. Und das Polygon darf keine Cutlines, Spikes oder Punctures haben. Sehen wir noch, was da gemeint ist. Also wir sehen das Polygon da links, das ist ungültig, weil es hat zwei Berührungspunkte zwischen äußerem Ring und innerem Ring. Das zweite von links ist ebenfalls ungültig, das sind eigentlich alle ungültig, weil es hat, die Ringe berühren sich in mehreren Punkten und das dritte ist ungültig, weil es ein Stachel, und das vierte, weil das Innere des Polygons keine geschlossene Punktmenge ist. Und unten sehen wir dann noch diese Fälle,
Stachel, Einstich und Cutline, die sind auch alle ungültig gemäß OGC. Genau, dann einfach und valid ist auch definiert für Multiobjekte. Ein Multipoint ist einfach, wenn es nicht mehrmals denselben Punkt enthält. Bei Multiline die ist einfach, wenn sich einzelne Linien, also die einzelnen Linien müssen einfach sein, sie dürfen sich nicht schneiden und sich nur an den Endpunkten berühren. Und beim Multipolygon müssen natürlich die einzelnen Polygone auch valid sein. Sie dürfen sich nicht schneiden und dürfen sich nur an einer endlichen Anzahl von Punkten berühren. Ja, soweit, so gut. Nun, in QGIS gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Geometriegültigkeit zu prüfen. Und wenn man sich so anschaut, eigentlich es gibt verschiedene Arten der Prüfung und die landen an drei verschiedenen Orten. Ja. War mir zuerst auch nicht bewusst, also Klaus hat mich dann gefragt, ja, ich habe da verschiedene Prüfungen gemacht mit verschiedenen Arten und habe verschiedene Resultate erhalten. Ja, bin ich dem mal nachgegangen. Im Wesentlichen gibt es drei Orte, wo die Prüfung dann unten im Code landet. Das eine ist die GEOS-Bibliothek, das ist so die Standardbibliothek für Geometrieoperationen in der Open-Source-Welt. Ist eigentlich ein Abkömmling von JTS, aber ein C++-Port. Dann gibt es den QGIS Geometry Validator, das ist eine Klasse in QGIS. Und es gibt noch das Geometry Checker Plugin, das eigene Prüfmethoden anbietet. Man kann sich dann fragen, ja, wieso gibt es verschiedene Arten der Prüfung? Könnte man die nicht vereinheitlichen, dann wäre das alles besser. Stimmt, aber es hat halt jede Art gewisse Vor- und Nachteile, darum gibt es wahrscheinlich auch diese verschiedenen Prüfungen. Die Prüfung über die GEOS-Bibliothek hat den Vorteil, weil GEOS halt häufig verwendet wird und in vielen Produkten ist es sehr gut getestet und wahrscheinlich die standardkonformste Art der Prüfung. Hat aber den Nachteil, dass über die Funktionsaufrufe der GEOS-Bibliothek nur immer ein Fehler aufs Mal gemeldet werden kann. Also GEOS-Bibliothek hat die Methoden GEOS is valid, kommt dann true oder false zurück, dann gibt es die Methode GEOS is valid reason, dann kommt ein String zurück, der sagt, wieso es nicht gültig ist, und GEOS is valid detail, die dann sagt, wo genau, an welchen Koordinaten es nicht gültig ist. Und das Problem ist halt, wenn man in QGIS zum Beispiel digitalisiert, dann kann es sein, dass die Geometrie halt an mehreren Orten invalid ist und wenn man das über GEOS prüft, dann kriegt man nur immer eins zurück. Und darum gibt es diesen QGIS Geometry Validator, Vorteil mehrere Fehler und codemäßig hat es auch den Vorteil, dass sie asynchron arbeitet, die Methode, also es läuft in einem eigenen Thread und wenn er immer einen Fehler findet, dann meldet er das so mit QT-Signal, dann wird es dann angezeigt. Nachteil ist natürlich, es ist wahrscheinlich in Grenzfällen kann es sein, dass halt GEOS dann standardkonformere Prüfungen macht. Dann gibt es noch die Methoden des Geometry Checkers. Vorteil da ist, der Geometry Checker hat einen etwas anderen Fokus und man kann gezielt nach einzelnen Fehlerarten suchen. Also bei GEOS kann man nur suchen, ob es gültig ist oder nicht. Und beim Geometry Checker kann man auch halt nach doppelten Punkten, Überschneidungen, Selbstverbindungen separat suchen. Gut, da sehen wir nochmal, wie das so läuft. Also beim Digitalisieren kann man ja einstellen, wie geprüft werden soll. Man hat dann die Option, man kann über QGIS prüfen oder über GEOS. Und wenn man über QGIS prüfen geht, dann landet es da in diesem Geometry Validator und über GEOS landet es in diesem GEOS is valid. Von Processing aus ist dasselbe, macht noch einen Umweg über die QGIS Geometry Klasse. Der Topology Checker, den wir nachher sehen, der geht direkt zur GEOS Bibliothek ohne Umweg und der Geometry Checker, der hat einen eigenen Code in der Analysis Bibliothek von QGIS. Gut, dann komme ich mal zum Topology Checker Plugin. Das war eines der ersten Plugins, um Geometriequalität zu überprüfen. Es verwendet die GEOS-Bibliothek für alle Prüfungen und die Philosophie ist eigentlich folgende.
Man kann da in diesem Dialog kann man Regeln angeben, auf die geprüft werden soll. Man kann zum Beispiel sagen, Layer-Waldbestand darf keine Duplikate enthalten und die einzelnen Polygone dürfen sich nicht überlappen. Man kann beliebig viele Regeln hinzufügen und nachher klickt man auf dieses Häkchen und dann läuft der Test durch und zeigt alle gefundenen Fehler an. Das Praktische beim Topology Checker ist, es hat ein gutes Interface. Wenn man also auf einen Eintrag geht, dann zoomt QGIS automatisch dorthin und man sieht dann hoffentlich ziemlich schnell, woran es liegt und kann den Fehler dann beheben. Aber man muss den Fehler dann mit einem Editiertool beheben. Nachteil ist, bei ungültigen Geometrien, es gibt auch einen Check, wo man testen kann, ist die Geometrie ungültig. Wenn das so ist, dann kriegt man hier leider nicht heraus, warum die Geometrie ungültig ist. Also man muss dann noch ein anderes Werkzeug anwerfen, um das herauszufinden. Zum Beispiel den Vertex-Editor in den Editiertools, der würde das machen. Ja, der Topology-Checker unterstützt eine ganze Anzahl von Prüfungen. Wie gesagt, man kann auf ungültige Geometrien testen. Man kann testen, ob ein Polygon-Layer vielleicht Multipolygons enthält. Man kann testen, ob ein Polygon-Layer keine Lücken hat. Man kann testen, ob die Objekte eines Layers in einem anderen enthalten sind. Beziehungsweise, wenn sie das nicht sind, dann schlägt die Regel an. Dann gibt es einen Fehler. Man kann prüfen, ob sich die Objekte eines Layers nicht überlappen und ob sich die Objekte eines Layers nicht mit denen eines anderen Layers überlappen. Gut, das war das erste Plugin. Das zweite ist das Geometry Checker Plugin. Die Philosophie ist hier etwas ähnlich, aber doch etwas anders. Also man kann zuerst definieren, welche Checks man testen will. Das ist gleich. Die Benutzerschnittstelle ist etwas anders. Im Unterschied zum Topology Checker kann man mit dem Geometry Checker aber nicht nur prüfen, ob etwas nicht erfüllt ist, sondern man kann auch dann im Anschluss automatisch versuchen, diese Fehler oder was man gefunden hat, zu korrigieren. Und der Geometry Checker, der bietet dann verschiedene Methoden an und man kann auswählen, ob man die automatisch alle beheben will oder ob man für jeden Fehler gefragt werden will, mit welcher Methode man beheben soll. Das Gute ist, man kann wahlweise direkt auf dem Eingangslayer editieren, das ist nicht so zu empfehlen, oder man kann mit dem Geometry Checker automatisch eine Geometrie erstellen lassen und wenn man dann die Fehler korrigieren lassen will, dann wird das alles auf der Kopie gemacht und auf diese Weise macht man die Eingangsdaten halt nicht kaputt. Die Fehler, die gefunden werden, die werden dann in einer Liste dargestellt. Ja. Und finanziert wurde der Geometry Checker von den Kantonen Solothurn und Thurgau. Schauen wir uns mal an, wie das so läuft. Da definiert man, welche Checks man drüber laufen lassen will. Also in diesem Beispiel habe ich jetzt angeklickt, soll prüfen, ob es Selbstüberschneidungen gibt, doppelte Knoten. Eigenverbindungen sind da diese Stacheleinstiche und Verbindungen, die wir gesehen haben. Oder soll auch testen, ob es Polygone mit weniger als 3 Punkten gibt. Es gibt noch viel mehr Tests, schauen das nachher noch an. Und wenn man jetzt da auf Run drückt, das ist unten, dann kriegt man so eine Liste, wo die gefundenen Fehler aufgelistet werden. Gut, wenn ich sage Fehler, sind nicht alles Fehler, die gefundenen Dinge werden aufgelistet. Und man kann dann auch da, wie beim Topology Checker ähnlich, kann man zu den einzelnen Fehlern hin navigieren und sieht dann, was da los ist. Genau, und jetzt kann man sich diese Fehler automatisch beheben lassen. Und da hat man eine Einstellung, wo man sagen kann, welche Fehlerart per Default mit welcher Methode behoben werden soll.
Zum Beispiel kann man sagen, wenn ein Polygon mit weniger als 3 Punkten ist, dann soll es automatisch gelöscht werden. Oder bei doppelten Punkten soll der doppelte Punkt gelöscht werden. Oder bei Selbstüberschneidungen soll das Objekt in mehrere einzelne Objekte unterteilt werden, sodass die einzelnen Objekte wieder gültig sind. Genau, und da sieht man die Option, also man kann entweder die aktivierten Fehler mit den vorgegebenen Fehlerlösungen beheben oder sich alle abfragen lassen. Genau, soweit so gut, das tönt eigentlich sehr gut. Eigentlich könnte man da einen kaputten Datensatz reinholen, das rüberlaufen lassen, drücken, Kaffee trinken und dann zurückkommen, dann ist der Datensatz bereinigt. Soweit die Theorie, aber es ist in der Praxis etwas schwieriger halt und das muss dann auch mein Kollege einsehen, der das implementiert hat. Es kann nämlich sein, wenn ein Fehler behoben wird, dass es nachher dadurch neue gibt. Ja, weil man verändert ja die Geometrie und dann ja, und darum gibt es, nachdem diese Fehlerbehebung durchgelaufen ist, gibt es dann so einen Report, wo dann angezeigt wird, welche Fehler beseitigt worden sind erfolgreich. Da sieht man auch, es gibt auch Fehler, die nicht behoben werden können, zum Beispiel wenn daraus ein degeneriertes Polygon entstehen würde. Und zum Glück, es gibt auch Fehler, die dann nicht mehr vorkommen, weil sie bei einer anderen Korrektur dann auch schon mit behoben worden sind. Ja, bei sehr komplexen Geometrien kann es leider vorkommen, dass man dann, wenn man immer wieder alle Fehler selektiert und automatisch beheben lässt, dass man dann so in einen Loop reinkommt, bei dem es immer wieder neue Fehler gibt und wenn man die wieder behebt, dann gibt es wieder neue Fehler und so weiter. Das kann also sein, zum Beispiel wenn die Geometrie so auf sich selbst gefaltet ist. In diesem Fall hilft wahrscheinlich nur das händische Editieren. Gut, hier noch die Liste der Operationen, die das Geometry Checker Plugin unterstützt. In der Version 3 von QGIS sind viele neue Optionen hinzugekommen. Also man kann auf den Geometrietyp prüfen auf Selbstüberschneidungen, doppelte Knoten, dann diese Eigenverbindung, die wir gesehen haben. Man kann testen, ob ein Polygon degeneriert ist, also zu wenig Vertices hat. Man kann wenn man keine Löcher in den Polygon möchte, darauf kann man auch testen. Man kann testen, ob mehrteilige Objekte da sind, die eigentlich nur aus einem Objekt bestehen. Man kann auf Line-Dangles prüfen. Und dann gibt es auch einige Dinge, die man prüfen kann, die eigentlich die Geometrie nicht ungültig machen, aber manchmal möchte man sie nicht. Zum Beispiel kann man auf minimale Segmentlänge testen, minimaler Winkel zwischen Segmenten, minimale Fläche oder Sliver-Polygon. Polygone, das sind ja häufig Objekte, die dann irgendwie entstehen bei der Verarbeitung, die man aber nicht möchte. Man kann auch auf Duplikate prüfen, Überlappungen, Lücken und kann auch testen, wenn man einen Punktdatensatz hat, zum Beispiel ob jeder Punkt am Endpunkt einer Linie eines anderen Datensatzes ist. Ja, viele solche Dinge. Natürlich Überschneidungen und Lücken kann man alles auch testen. Gut, mein kurzes Fazit. Klaus hat dann vielleicht ein längeres Fazit. Das kann sein. Also meistens ist das Testen von solchen Geometrien ein mehrstufiger Prozess, weil für Tests auf Lücken und Überschneidungen müssen die Geometrien noch gültig sein. Also im ersten Schritt muss man die Geometrien gültig machen. Im zweiten Schritt kann man dann weitere Dinge testen. Von den Funktionen her bietet der Geometry Checker wesentlich mehr Funktionalität an als der Topology Checker. Ist auch neuer und wird aktiver weiterentwickelt. Und die vollautomatische Korrektur der Fehler ist in der Praxis halt häufig schwierig. So bei einfachen Fällen geht es gut, oder vielleicht kann man die einfachen Fälle mal vollautomatisch korrigieren, aber die komplexen Dinge, die muss man halt immer noch von Hand machen. Gut, ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.